Willkommen zurück hier bei Unforeseen Incidents. Wir sind irgendwo im Norden gelandet, auf der Suche nach dem Professor. Das war die längste und holprigste Busreise, auf der ich je war. Sei froh, dass du nicht neben einem breitbeinig dasitzenden, Käsechips fressenden Typen mit Mundgeruch sitzen musstest. Wovon redest du da? Ich hab neben dir gesessen. Naja, aber sieh mal, ich habe eine Karte gefunden. Klasse. Ist das geheime Aquila-Hauptquartier darauf verzeichnet? Nein. Das wäre noch schöner gewesen. Okay, wir haben alles andere weggepackt. Guck mal, Old Kahona, New Kahona, Rankin. Okay, das scheint mir hier... Ja, genau, wir sind in Kahona. Ja, ich würde mal sagen, dann quatschen wir mit dem Eisfischer, oder? Mehr haben wir ja hier nichts zu tun. Hallo. Abend. Habt ihr euch verirrt, oder was? Wieso? Sehen wir so aus? Die meisten, die hier ankommen, haben sich entweder verirrt oder sind kurz davor, sich zu verirren. Und du und dein Herzblatt sehen nicht gar so aus, als wärt ihr zum Eisfischen hier. Oh, er ist nicht. Ich bin kein Herzblatt. Erstmal das wichtige Fragen. Sie, die sind da unten. Man muss bloß geduldig sein. Was für Köder benutzen Sie? Die ganzen jungen Hüpfer benutzen heutzutage diese labbrigen Plastikköder. Ich ziehe Lebendköder vor. Fühlt sich fair an. Lebendköder sind verboten übrigens. Schön, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Harper. Das hier ist Halliwell, Jane. Freut mich, euch zu treffen. Harper und Halliwell, Jane. Ich bin Bill. Halliwell, Jane. Sieht einen ganz schön runter, was so im Radio läuft, oder? Ja, wahrscheinlich ganz gut, dass die Batterien leer sind. Dieses komische Signal hat sowieso die ganzen Fische vertrieben. Was für ein komisches Signal? Hast du es nicht gehört? Immer wieder stört so ein seltsames Rauschen den Empfang. Die Leute sagen, es liegt am Wetter. So oder so nervt's total, das kann ich dir sagen. Irgendeine Idee, woher dieses seltsame Signal kommen könnte? Woher es kommt? Habe ich nie drüber nachgedacht. Glaubst du, es könnte das Militär oder sowas Ähnliches sein? Sowas Ähnliches. Kann ich mir Ihr Radio leihen? Leihen? Wofür? Ich bin irgendwie daran interessiert, herauszufinden, was es mit diesem Signal auf sich hat, das Sie erwähnt haben. Ich hab dir doch gesagt, die Batterien sind leer. Wäre idiotisch, es zu nehmen. Sehe ich aus wie ein Idiot, guter Mann? Na gut, du kannst das Radio leihen, wenn du mir einen Wasserhaken bringst. Einen was? Sie brauchen einen Wasserhaken? Yep. Ich muss meinen irgendwo im alten Dorf verloren haben. Und jetzt wollen Sie, dass ich ihn suche. Das ist sowas wie ein Angelhaken, richtig? Für so einen cleveren jungen Burschen wie dich sollte das kein Problem sein. Okay, abgemacht. Ich halte meine Augen offen. Das klingt so ein bisschen wie so ein WLAN-Kabel. Der ist uns einfach schick, damit wir die Schnauze halten. Leben Sie hier in Kahona? Oh nein, ich lebe auf der anderen Seite des Sees in Rankin. Ich bin nur wegen der Barsche hier. Ist schön ruhig hier zum Angeln. Ja, ist ja natürlich, wir sind da. Lebt hier draußen irgendwer? Nicht, dass ich wüsste. Sie haben die Mine nach dem Krankheitsausbruch 92 dicht gemacht. Wurde nie wieder geöffnet. Meine Frau ist abergläubischer als ich. Sie findet's nicht gut, wenn ich so nah ins Dorf gehe. Kahona ist eine richtige Geisterstadt. Okay. Was wissen Sie über den Krankheitsausbruch? Das wurde alles untersucht und man hat herausgefunden, dass es mit einer Lieferung kontaminierten Pökelfleisch losging. Habe gehört, der Händler hat seine Lizenz verloren. Rottet fast eine ganze Stadt aus und das ist alles. Das soll Gerechtigkeit sein? Kommt Ihnen das mit dieser Krankheit, von der Sie im Radio erzählen, irgendwie bekannt vor? Was meinst du? Erinnert Sie die Krankheit an das, was früher hier passiert ist? In Kahona? Nee. Das kann unmöglich das Gleiche sein. Nee. Junge, ist das kalt hier draußen. Ihr Grünschnäbel hättet euch wärmer anziehen sollen. Grünschnabel? Wen nennen Sie hier Grünschnabel? Den Typen, der mit Turnschuhen auf dem Eis steht. Bis später. Okay, können wir die Angelschnur mitnehmen? Hey, macht's Ihnen etwas aus, wenn ich mir die Angelschnur ausleihe? War das ein Ja, es macht Ihnen was aus? Oder ein Ja, ich kann sie ausleihen? Wissen Sie, es ist schon etwas verwirrend, wenn Sie... Nehmen Sie schon. Ich habe genug davon. Danke, Sie sind der Beste. Cool, Angelschnur für Dinge. So,
für irgendwas. Okay, wir gehen mal weiter. Gucken mal, wie es in der Geisterstadt aussieht. Ein Gebäude. Die Hütten hier haben auch schon bessere Tage gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Nur Jahre um Jahre richtig, richtig schlechter Tage. Okay, ja, hier ist eine Tür. Können wir da rein? Oder klopfen? Keine Antwort. Können wir mit unserem Türöffner? Vielleicht finde ich da drinnen einen Wasserhaken. Ja, vielleicht. Oder wir brechen einfach nur sehr gerne ein. Ui, dunkel hier drin. Aber ich sehe doch schon den Lichtschalter. Das muss der Stromschalter sein. Ups. Oh, fuck. Ich glaube, die Sicherung ist rausgeflogen. Ich glaube eher, dass die Glühbirne durchgebrannt ist, oder? Es ist zu dunkel. Ich kann kaum was sehen. Der FI springt immer wieder raus. Ich muss mich erstmal um diese kaputte Birne kümmern. Kaputte Birne? Na gut. Kann ich hier hin? Wo ist denn der Sicherungskasten hier in dieser Bude? Kalender? Juni 1992. Wow. Das war vor Jurassic Park. Was? So eine Jacke sollte ich eigentlich tragen. Naja, eine, die nicht an einen Stuhl festgefroren ist. Die Kapuze mit synthetischem Pelz sieht aber noch gut aus. Ja, dann nehmen wir die doch mit. Die Jacke ist gefroren, aber die Kapuze sieht praktisch aus. Klar, ich nehme auch immer. Alter, was? Alte Zigarettenschachtel. Ich liebe Point-and-Click-Adventure. Hingekritzelte Notizen. Igitt. Da ist noch Kaffee in den Tassen. Wenigstens ist er gefroren. Ach krass, da ist... Ja, da haben die wirklich alles stehen und liegen lassen hier, ne? Hey, ein Teekessel. Ein Elektroherd wird nicht funktionieren, solange der Strom aus ist. Ja gut, das stimmt natürlich. Da ist eine Halliwell, hier ist ein Schrank. Gucken wir da nochmal rein. Oh, eine Kiste. Matte Glühbirnen. Geil. Wusstest du, dass dem Typen, der die Dinger erfunden hat, eigentlich ein Streich gespielt wurde? Damals, in den 50ern oder so, hat keiner daran geglaubt, dass man Birnen mattieren könnte, ohne sie zu zerstören. Um neu eingestellten Entwicklern einen Streich zu spielen, wurde ihnen gesagt, sie sollen welche erfinden. Und einer hat es tatsächlich hinbekommen. Ein Streich. Ja, wie wenn du den Azubi losschickst, einen Lufthaken genau. zu holen oder das WLAN-Kabel. Oder einen Wasserhaken? Einen Wasser... Ach, verdammt. Dieser Eisfischer hat mich reingelegt. Sag ich doch. Der hat uns eiskalt verarscht, der kleine Sack. Obwohl auf den Steckdosen noch Saft ist? Ja, das können wir noch rausfinden. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, da können wir doch aber... Das ist nicht richtig. Da können wir doch einfach hier mit einer schönen Schere... Das ergibt keinen Sinn. Du willst doch gucken, ob da Saft drauf ist. Dann mach doch mal. Diese beiden Sachen passen nicht gerade. Ach, das hast du jetzt. Hier, ein Dosenöffner. Lieber nicht. Oder eine Feile. Das kann ich nicht machen. Mei, ist jetzt kein VDE-geschützter Schraubendreher, das ne? Das funktioniert so nicht. Obwohl auf den Steckdosen noch Saft ist. Noch Saft ist. Ganz schön verlassen da draußen. Wie es wohl jetzt in Yelltown aussieht. Ja, wahrscheinlich genauso. Exactement. Ach guck mal, gelb, rot und grün. Ach, gelb, weiß. Naja. Gut, aber da können wir wahrscheinlich gar nicht hin. Weil der Typ sagt ja, er sieht nichts. Ach doch. Okay, schauen wir mal. Diese matte Glühbirne sollte passen. So, und jetzt? Ah, wunderbar. Sehr gut. Bedienpanel. Gefrorenes Getriebe. Hätte ich auch andere Farben reinmachen können? Das Getriebe ist eingefroren. Kann ich da jetzt noch im Nachhinein... Ich will es lieber rot. Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Schade eigentlich. Komm, Helliwell, du angedackelt. Kann ich den Ofen benutzen? Ich frag mich, ob dieser Herd noch funktioniert. Jau. Ja, der geht noch. Cool. Kann ich den... Warte mal. Ich glaube nicht, dass nee, das... Nee, nee, nee.
Könnten wir nicht mit irgendwie ein bisschen Eis in den Teekessel machen, dann das Tee, das Wasser zum Kochen bringen und dann das auf das Eis gießen? Solange das Getriebe da oben eingefroren ist, wird die Maschine nicht funktionieren. Ich weiß gar nicht, was das für eine Maschine ist. Ich bin hier einfach reingestolpert in das Haus. Und plötzlich waren wir hier. Gebäude, Maschine. Das muss so eine Art Seilbahn sein, mit der sie das Erz von der Mine runtergebracht haben. Ach so. Ja, das kann natürlich sein. Aber hier wirklich so Eis und Schnee können wir nicht, ne? Irgendwie mitnehmen. Nee. Aber wir gehen erstmal zurück zu dem Angler und sagen dem erstmal, was das für ein kleiner Penner ist. Hallo. Moin, moin. Sowas wie einen Wasserhaken gibt es überhaupt nicht, habe ich recht? Aha, das war nur ein kleiner Scherz. Wir schicken die Neuen beim Fischen immer auf die Suche nach einem Wasserhaken. Urkomisch. Das war es echt wert, hier draußen zu erfrieren. Jetzt sei mal nicht beleidigt. Ich habe dich nur ein bisschen auf die Schippe genommen. Hier, nimm dir das Radio als Wiedergutmachung. Wenn du es irgendwo aufladen kannst, kannst du es benutzen, solange wie du es brauchst. Cool. Ich weiß nämlich, wo ich das benutzen kann. Ich habe nämlich gerade einen Stecker gesehen. Dann können wir das doch in die Steckdosen stecken. Na, hier in die, am Herd. Und den Ofen haben wir einfach angelassen. Ja gut, wann soll der Geiz, ne? Ist ja nicht so wie hier bei armen Leuten. Okay, dann wollen wir dem alten Radio mal etwas Saft verpassen. Wer bezahlt hier eigentlich die Stromrechnungen? Mein Tipp, jemand mit einer geheimen Funkstation. Vermutlich. Ich hoffe, der Akku hält lange genug. Um was zu tun? Um was zu tun? Kann ich jetzt... Das wird den Teekessel schön aufheizen. Genau. Dann nehmen wir den nämlich... Ach, pass auf, dann machen wir das so... Ah, heiß. Genau, schön in die Tasche stecken. Und jetzt nehmen wir diesen heißen Teekessel und drücken den aufs Eis. Auch eine mega Idee, wenn im Winter die Scheiben gefroren sind. Schön, ein Teekessel, bis er glühend rot ist und dann auf die Scheibe vorne. So, liebes Getriebe, die Pause ist war lang genug. 1A wieder enteist. Ah, genau, so klingt das dann auch an der Scheibe vorne. Ha! Haha, BD-Panel. Sachen machen. Okay, das Getriebe ist frei. Aber wo bleibt der ohrenbetäubende Lärm? Mal sehen. Oh nein! Fehler. Wähle Konfigurationssequenz. A, B. Nee. Okay. C. Nein. D. Nein. Schitty. Was haben wir denn hier alles? Das hilft mir natürlich richtig, zu sagen. Ja gut. Wir gehen erstmal raus. Hören mal ins Radio. Mal gucken. Verdammt, ich glaube, ja. Der Radioakku ist schon wieder leer. Sieht aus, als würde er sich in der Kälte hier draußen sehr schnell entladen. Vielleicht entlädt sich das Radio weniger schnell, wenn ich es warm halte. Ah, sieht das gemütlich aus. Schön warm in der Kapuze eingekuschelt. Ich bin gerade richtig neidisch auf dieses Radio. Na klar. Flauschige Frequenzen. Ja, okay, das heißt, wir müssen es jetzt nochmal aufladen. Komm mal angewackelt hier, Helliwell.
Schickdosen? Ich lade das Radio wieder auf. Mann, der Akku ist durch die Kälte echt komplett entladen. So, das ist noch da drin. Okay, und los geht's. Auch sehr untypisch für ein Point-and-Click-Adventure, dass man die Sachen, die man sich ausleiht, wieder wegbringt. Das Radio ist geladen und einsatzbereit. Ja, dann leg los. Ich glaube nicht, dass das der richtige Verwendungszweck für ein Radio ist. Dann mach doch an. Läuft immer noch. Mein Trick hat funktioniert. Okay, kann ich das dann besser an der Eisfläche hören? Das Radio ist geladen. Ja, bla 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 bla. Ich glaube nicht, dass das der richtige... Ja, dann mach doch mal an jetzt hier den Loris. Läuft immer noch. Mein Trick hat funktioniert. Verdammt. Kann er nicht einfach das Radio anmachen? Ah, warte mal. Nee, war hier. Ich musste ja raus, hat er gesagt. Ne, weil drin wollte er das Radio auch nicht benutzen. Das Gebäude hier. Das ist auch das Gebäude. Hey, Halliwell? Ja? Wie gefällt dir Kahona? Okay, ja, nicht, vermutlich nicht so gut. Können wir denn irgendwo anders hin? Achso. Jetzt sind wir wieder am See, ne? Jo. Können wir ihm das wiedergeben? Ich glaube nicht, dass ich ihm das zeigen sollte. Warum? Das ist voll cool. Ja, wo kann ich denn das Radio benutzen, wenn ich einfach so... Hier will er es auch nicht nutzen. Weil sonst hätte ich den ganzen Quatsch ja nicht machen brauchen mit... Das Radio ist geladen und einsatzbereit. Ja, ist ja auch okay. Nur, ich muss es ja scheinbar draußen nutzen. Und das hier ist... 102... Ah, warte mal. 1 und 02. Hier, das blinkt. Es blinkt. Bei 1 blinkt. Ist dann... Ah, ne, warte mal. Rot ist... So, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie rot aus. Ändert sich das irgendwie? Ne. So, rot aus, weil eine andere Einstellung hier habe ich nicht, ne? Ich dachte irgendwie so, weißt du, rot ist aus. Und eins, also entweder B oder... Ne. B oder D. Aha! Jawohl! Funktioniert wieder. Boah, ja, ihr könnt da ein bisschen stolz sein auf mich, oder? Einfach mal so die Maschine hier repariert. Einfach so im Vorbeilaufen. Oh, ein Erzeimer. Können wir einschmelzen, schönes Eisenschwert machen. Okay, die Seilbahn funktioniert. Ich könnte jetzt hoch zur Mine. Super. Ich bleib einfach hier unten und schreibe einen Bestseller über deinen eisigen Tod. Cool. Halliwell. Ich meine, ich bleibe hier unten und steuere die Seilbahn. Pass gut auf dich auf da oben. Na gut. Und du hier unten. Das kann auch nie einstürzen oder so. Okay. Gut, dann hören wir nochmal rein. Immer noch. Ey. Mein Trick hat funktioniert. Na gut. Oder auch nicht. Mineneingang, aber den haben sie ja zugemacht, ne? Der zugenagelte Eingang zur Mine, wo Arbeiter im Dunkeln unter sklavenartigen Bedingungen ihre Lungen ausgehustet haben. Es ist der Respekt für diese ehrenhaften Männer und Frauen, der mich mein Leben lang hat nicht richtig arbeiten lassen. Ja, gut. Oh, ein Schienennagel. Hey, das sieht gefährlich aus. Ich nehme das lieber mal mit. Genau. Bevor sich noch jemand verletzt. Exakt. Brücke und ein Pfad.
Oh. Puh, das war knapp. Warte mal, das sieht aus wie so ein... wie so ein Kuhfuß. Die Hebelkraft, dein Freund und Helfer. Zack, zack, genau. Und dann legen wir die Bretter nämlich wieder auf die Brücke. Die Bretter überbrücken die Lücke, aber sie sind sehr wackelig. Ich muss sie irgendwie fixieren. Angelschnur. Das sollte die Bretter erstmal festhalten. Na, sag ich doch. Jetzt komme ich hier hoch, jetzt guckt hier die Scheiße an, ist die Errungenschaft, okay. Ja, wie wir das hier dann weitermachen, beziehungsweise wo der Pfad hingeht und wo die Treppe da hingeht und was wir generell hier noch machen und so weiter, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Unforeseen Incidents. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.